Moin Leute, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch von ganzem Herzen. Und heute habe ich für euch einen Polybag. Glänzt ein bisschen hier im Licht. Build Your Own Hogwarts Castle, die 30435, da steht es. Eigentlich schon ein ganz kleiner, baubarer Hogwarts-Bild mit einem, soviel ich weiß, exklusiven Dumbledore dabei. Ich habe mir gedacht, der fliegt hier so rum. Leider ist der schon so ein bisschen desolat, deswegen passend für jetzt. Knister, knister. So, habe ich noch was da drin. Genau passend, um jetzt hier aufzubauen. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Bauanleitung dabei. Die üblich wie auf Polybags eigentlich nur ein Blatt Papier ist. Und da kann man dann, wie man sieht, verschiedene Varianten halt zusammenbauen. Einleitung ist jetzt, ich habe es noch gar nicht genau geguckt, von, was hat das? Ich glaube das hier, weiß nicht. Von einer Variante haben wir jetzt nur die Anleitung dabei. Das ist alles dann, was man daraus noch machen kann. Da ist man dann ein bisschen selbst gefragt. Aber sollte kein Problem sein. Es ist halt eine Ansammlung von normalen Steinen, die man doch gerne so verwenden kann. So, Besonderheit daran ist, wo ich sie finde, ist hier eine Fliese. Diese Fliesen sind ja diese Summer-Fliesen, die jetzt irgendwie seit letztem Jahr, glaube ich, bei den Harry Potter Sets dabei sind, die quasi die Schoko-Froschkarten. Und da ist auch von Polybag zu Polybag ist da eine andere Fliese drin. Ich habe jetzt ein, zwei von diesen Polybags und habe ich gemerkt, dass da auf jeden Fall verschiedene Gesichter drin sind. Ich weiß jetzt nicht explizit, wer diese Person auf der Karte hier ist. Da fehlt mir jetzt gerade das Hintergrund, also der Hintergrund von Lego, wer jetzt was darstellen soll. Aber vielleicht wisst ihr besser Bescheid als ich. Macht nichts. Ich leg's mal beiseite und fangen dann hier erstmal an, das ganze Ding aufzubauen. Aus allseits bekannter Manie wird natürlich angefangen mit der Minifigur. In diesem Fall ein Albus Dumbledore, der ein lächelndes Gesicht hat, was man, wenn er denn richtig sitzt, ganz ehrlich, hinter dem Bart, glaube ich, nicht mehr so wirklich sehen kann. Vorteil in dem Haarteil ist auf jeden Fall, man sieht auch das zweite Gesicht nicht mehr. Und so, ihr kennt jetzt mal noch beide Zauberstäbe, kommen die nicht im Weg. So, das ist die Minifigur, schick und schön. So exklusiv in diesem Set wohl enthalten. Aber ich meine, die Einzelteile könnte man sich auf Bricklink zum Beispiel noch einzeln besorgen. Und so hält man da auch noch eine Minifigur, die relativ einzeln ist. Oder limitiert ist, die man sich selber zusammenstellen kann. Ich habe noch einen Schokofrosch, der auch mit dabei ist. Und halt die gerade eben schon gezeigte Fliese. So, das war das. Gehen wir an den Hogwarts-Bild, wo ich jetzt mal gespannt bin, wie der so wird. Tak, 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 tak. Ich weiß nicht, wie weit ihr so im Harry Potter-Thema drin seid. Aber Hogwarts ist ja schon nicht gerade eine kleine Schule, sondern ist eigentlich schon, ja, relativ groß, dass man die gar nicht in einem irgendwie darstellen kann, weil die ganzen Legos jetzt hier frisch schon rausgekommen sind. Ich muss mal gucken, ob ich das richtig mache. Ich glaube, ja. Kommt das so? Nein, nicht ganz. So kommt es. So, also wie gesagt, das ist ein riesengroßer Komplex, der gar nicht gerecht wird, wie gigantisch das Ding eigentlich sein soll, laut der Hörsagen oder laut der Geschichte her. Und demnach kann man das Set eigentlich hier, also dieses Polybag, ruhig mehrfach sich zulegen, wenn man es wirklich so auf so Mikrobild steht und dementsprechend sehr oft einfach das Ding zusammenschustern. Und vielleicht kriegt man ansatzweise mal ein brauchbares Gebilde von Hogwarts zusammen. So. Na, komm. Ich denke, wenn man das wirklich so im Minifigur-Maßstab machen würde, ich glaube, dann kann man allein schon einen ganzen Tisch damit zu besetzen. Und selbst dann kommen wir noch nicht ansatzweise daran ran, wie gigantisch Hogwarts eigentlich ist. Sie bieten eigentlich eine sehr, sehr gute Alternative.
mit den ganzen großen Sets, die es dafür gibt, die man da zusammenstecken kann. Aber das ist, wie gesagt, nicht mal ein Bruchteil von dem, was da an Gebäuden alle verbaut sind. So, da kann man doch lieber hier diese Klamotten hier nehmen und kann dann da sagen, hör mal, ich baue mir jetzt davon in Hogwarts, das passt wenigstens in meine Vitrine rein, weil alles, was uns irgendwie Leuten, also was uns Havolz und Lego-Leuten irgendwo fehlt, ist Platz. Und da ist jetzt auch so eine kleine Variante eines Hogwarts-Schlosses. Gern gesehen. So. Ich glaube, ich bin schon schnell dabei. Hier ist übrigens auch, wie man unschwer sieht, die sandgrünen Dächer werden hier auch wieder verbaut. Ich bin jetzt kein Fan von den sandgrünen Dächern, aber aus dem einfachen Grunde. Ich habe quasi mit der Harry Potter Saga von Lego angefangen, als die grauen Dächer dabei waren. Da dachte ich, okay, geil, schön. Jetzt kommt die nächste, ist das nächste Set, was du gebrauchen kannst. Und dann kam wieder die große Halle. Fast, ja, identisch, hat schon seine Eigenarten, aber ziemlich ähnlich gebaut. Nur mit grünem Dach. Ich sage, jetzt fangen sie die ganze Reihe von vorne an und haben grüne Dächer. Fand ich persönlich jetzt nicht so geil. Aber ganz ehrlich, man kann sie kombinieren, aber da war für mich halt der Zeitpunkt, wo ich sagte, das war es. Da gehe ich jetzt nicht hinterher und das baue ich jetzt nicht nochmal nach, weil das will ich nicht. Das ist mir dann wieder zu viel. Hoppala. Geht's da drauf. So. Auch sehr schön hier diese Einhornhörnchen, die schön flexibel sind. Ich glaube nicht, aber das Ding ist schon fertig. Das war's schon. So, wie man vielleicht sieht, sieht gar nicht mal schlecht aus für so ein kleines Bild. Es bleiben aber eine Menge Steine über. Transclear Slope, nur hier so ein, wer sind die? Siehst du diese Bögen? Arches, glaube ich. Plates und so. Also bleibt also eine Menge über, dass man halt auch, wie gesagt, die anderen Varianten, ich glaube hier sieht man das mit dem Gewächshaus, da kann man den Slope gut gebrauchen oder sehe ich mal das hier auch nochmal. Also wie gesagt, verschiedene Varianten, die man da basteln kann, wofür die Steile auch wirklich dann vorhanden sind. Gut. Ich weiß nicht, was ihr von dem Polybag haltet. Ich finde ihn so ganz nett, ganz süß, ganz knuffig. Es ist mal interessant, dass dabei auch dann eine exklusive Minifigur, die jetzt nicht stehen will, dabei ist. Und ein Jokofrosch. Und eine Sammelkarte. So, wie gesagt, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr von dem Polybag haltet. Also, ob ihr sagt, so, ja, muss ich auf jeden Fall haben. Oder fürs Kind das Polypocket, wollte ich schon sagen. Nein, das Harry Potter mag. Ist es auf jeden Fall eine Errungenschaft. Gut. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Abo und Like da und all sowas. Ihr kennt den ganzen Käse ja. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann beim nächsten Mal gerne wieder, wenn ich dann mal wieder was Größeres, Schöneres baue. Vielleicht habe ich mal die Zeit, mal wieder ein ausführlicheres Video zu machen. Bock habe ich, nur leider Zeitfaktor, ihr wisst es. Also, bis zum nächsten Mal, bleibt mir gewogen. Bis denn dann. Ciao.